Das ist die Blur-Karriere. Du musst dich gegen 9 Rivalen durchsetzen. Wenn du in ihren Events fährst, erhältst du Lichter und Fans. Gewinn Lichter durch Platzierung und beeindrucke damit deine Fans. Lichter schalten Events frei und Fans Autos. Jeder Boss stellt dir Herausforderungen. Schließe sie alle ab, um gegen den Boss antreten zu dürfen. Schlage sie in einem Duell und gewinne ihre Autos. Sammle Lichter und Fans und schlag deine Gegner auf dem Weg nach oben. Das war's. Jetzt geh da raus und betritt die Welt der Power-Up-Rennen. Dies sind Power-Up-Rennen, der Kern dieses Sports. Das Ziel ist simpel. Der Erste im Ziel gewinnt. Nutze dein Fahrgeschick und dein Können mit Power-Ups, um dich an die Spitze zu kämpfen. Setz Power-Ups klug ein, um einen Vorteil zu erzielen. Auch wenn du vorne liegst, ist es noch nicht vorbei. Du musst deine Führung behaupten. Komm unter die ersten 3, um Lichter zu verdienen. Je besser deine Platzierung ist, desto mehr Lichter erhältst du.
Kommen wir nun zu Power-Ups. Fahr über Power-Ups und sammle sie auf. Löse sie mit der Schusstaste aus. Sehen wir uns nun die Power-Ups an. Das ist ein Stoß. Er visiert das Auto vor dir an, auch wenn es nicht in Sicht ist. Das ist ein Nitro. Es verleiht dir einen Temposchub, um dich nach vorn zu bringen. Das ist eine Mine. Greife damit die Autos hinter dir an. Nützlich, wenn du vorne liegst. Das ist ein Abräumer. Dies ist ein Nahkampfangriff, der Autos aus dem Weg räumt. Das ist ein Blitz. Damit kannst du 3 Schüsse in gerader Linie abfeuern. Triff mit allen 3 Schüssen für maximale Wirkung. Das ist ein Schild. Schütz dich mit dem Schild vor Power-Up-Treffern und Kollisionen. Die Reparatur. Nutze sie bei schweren Schäden, um nicht demoliert zu werden. Das ist ein Schock. Er schießt Blitzwellen an die Spitze des Feldes, um es wieder etwas näher zusammenzurücken. Gut, das war's erstmal. Sollte fürs Erste reichen.